Ja, hallo, liebe Musikandos. Alle, die wie ich jetzt auch ohne Keyboard zum Musikando reisen und aber die Registrierung von ihrem eigenen Keyboard mitnehmen möchten, denen gebe ich eine ganz kurze Anleitung an die Hand, wie man die Registrierung und die Verknüpfung vor allen Dingen zu den Styles, Multipads und so weiter natürlich mitnimmt, damit nicht nur die Registrierung da ist, sondern auch die eigenen Styles, die eigenen MIDI-Files, alles, was man da verknüpft hat. Zunächst sollte man nachschauen, was in der Registrierung alles enthalten ist, was man natürlich auf den USB-Stick dann überträgt. Sinn macht es natürlich dann hier auch Ordner anzulegen, in die man die entsprechenden Sachen dann reinpackt, damit man sie wiederfindet. Die muss man ja auch wieder finden können. Heiliges Blechli noch einmal. Hier kopiere ich nun den Style von der Festplatte auf den USB-Stick. Und nun genau das gleiche natürlich mit der Registrierung. Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass man eben alle Sachen rüberpackt auf den USB-Stick, den man dann mitnehmen möchte. Achtung, das ist der Fehler, der meistens passiert. Irgendetwas bleibt dann noch auf dem Gerät oder auf der Festplatte und wird nicht übertragen. Dann greift natürlich die Registrierung auf dem USB-Stick ins Leere. Also muss das neu verknüpft werden. Dann die Registrierung auf dem USB-Stick wieder neu abspeichern mit Memory. Hier am besten aufpassen, dass natürlich auch alle Häkchen gesetzt sind. Und das Ganze hier dann abspeichern. Hier dann die Warnung, dass die vorhandene Registrierung auf dem USB-Stick überschrieben wird. Das soll es ja auch. Und nun ganz zum Schluss nochmal die Kontrolle. Die Registrierung abrufen. Ja, die ist auf dem USB-Stick. Mal nachschauen, wo ist der Style? Wo holt er sich den her? Auch vom USB-Stick. Wunderbar. Dann hat ja alles geklappt. Dann sind wir fertig.